Heute zeige ich dir die besten Map Seeds für die 1.18. Falls dir das Video gefallen sollte, lass auf jeden Fall eine Bewertung da und schreib ganz gerne mal rein, welcher Seed dir am besten gefallen hat. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. Beginnen wir mit dem ersten Seed. Wir nennen es einfach mal Wikinger Eiswelt. Warum das Ganze so heißt, seht ihr, sobald wir die Höhle hier verlassen. Ihr spawnt neben dieser Höhle und gegenüber ist direkt ein Dorf auf einem Eissee. Ist auf jeden Fall mal was komplett anderes. Ihr seht auch, das Dorf ist jetzt nicht sonderlich groß, aber auf jeden Fall sehr schön. In vier Richtungen geht das Ganze und das ist hier auf einem Eissee gebaut. Also wer Lust auf eine Schneewelt hat, das ist euer Seed. Dieser Seed heißt am Rande der Klippe, weil ihr spawnt an einer Klippe, wer hätte es gedacht, und habt ihr diese schöne Grasfläche vor euch. Aber das Besondere daran ist, unter der Grasfläche ist ein riesiges Höhlensystem mit verschiedenen Seen, Lavaseen und vor allen Dingen einen Minenschacht. Dazu kommt noch, ich finde, das Update hat sehr viel frischen Wind in Minecraft reingebracht. Gerade die neuen Schluchten, Höhlen und Klippen, wie es auch heißt, sehen besonders gut aus und ihr habt so viel, viel mehr zu erkunden. Ihr könnt weiter nach unten gehen und ihr habt neue Steine dabei. Also ich finde das Update gut. Eure Meinung zum Update auch gerne in die Kommentare. Jetzt sind wir in der Bambuswelt. Also ihr startet im Bambusdschungel, so heißt das Biom. Und ihr habt neben ganz viel Bambus und Dschungelbäumen auch noch eine Ruine. Und neben der Ruine befindet sich auch nochmal eine kleine Spalte, die allerdings in dem Fall jetzt mit Wasser gefüllt ist. Aber ich denke mal, wer so ein Biom haben möchte, für den ist es genau das Richtige. Wer ein bisschen mehr Abwechslung haben möchte, für den ist der nächste Seed genau das Richtige. Ich habe das Ganze hier mal 5 Biome genannt, weil es sind hier sehr, sehr viele Biome ineinander vermischt und auch sehr nah beieinander und alles mit verschiedenen Schluchten durchzogen. Und ihr habt auch gerade gesehen, auch da ist ein riesiges 1.8er Höhlensystem drunter. Ich glaube, das wäre der richtige Seed für mich. Ihr startet in einer Wüste, also es regnet nicht. Und in der Wüste ist eine riesige Tropfsteinhöhle, die sehr, sehr cool aussieht. Und direkt an der Tropfsteinhöhle befindet sich da noch ein Wüstendorf. Und neben dem Wüstendorf befindet sich da noch ein Außenposten und ein Mesa-Biom, zumindest ein Stück davon. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Wüste. Und neben dem Außenposten ist auch noch eine kleine Schlucht. Da ist der Außenposten und dahinter befindet sich halt die Schlucht. Der nächste Seed hat es ebenfalls in sich, wenn ihr vom Spawn aus einfach direkt übers Wasser geht, dann seht ihr ein Netherportal und direkt neben dem Netherportal ist eine riesige Höhle mit einem Minenschacht drin. Und da sieht man auch mal ganz gut, dass die Minenschächte jetzt nicht einfach irgendwo in der Luft generieren, sondern dass die jetzt an Ketten hängen. Das sieht sehr, sehr cool aus und die Höhle ist auch sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls das der Fall ist, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr noch irgendwie einen Seed gefunden habt, der richtig gut ist, dann postet den gerne in die Kommentare und schreibt ganz gerne noch rein, was euren Seed so besonders macht. Auf jeden Fall ein sehr gelungenes Update und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!